Ja, servus hier. Trauer und Pfeifen genieße hier auf YouTube. Jetzt sitze ich mal wieder in meinem Büro, meiner kleinen Logitech-Kamera, und möchte mal ein bisschen über Politik reden und dann über unser Pfeifentreffen am kommenden Samstag, okay, den 9. Oktober. Da haben wir schon riesig gefreut drüber. Ja, Politik soll nicht so lang werden. Rauchen tue ich. Meiner Prägma-Preis, die hat mir mal der liebe Wally aus England mitgebracht. Günstige Pfeife, aber hervorragendes Rauchgerät. Gell? Super. Ja, in der Pfeife habe ich den Tabak, und zwar den Reiners Braun Cavendish, der 12er. Und das ist ein braune und schwarze Cavendish-Tabak kombiniert mit hellen Virginias. Und dann ist der geflowert mit Vanille und Rum. Gell? Haben wir heute beim Bosch geholt. Wir waren heute mal bei den Bosch-Brüdern und haben ein bisschen beredet, wie es am Samstag abläuft. Und ja, erst einmal geraucht, aber ein hervorragender Aromatzug jetzt einmal. Gell? Aber in der dänischen Richtung. Ganz mild. Ein ganz hervorragender Raumduft, aber unaufdringlich, so jetzt einmal. Ja? Ja, jetzt kurz einmal zur Politik. Ich habe mir ja heute die Pressekonferenz angeschaut, wo dann ja, CDU, CSU mit den Grünen ein bisschen verhandelt haben. Und wenn ich mir das so dann bei der Pressekonferenz so geschaut habe, wo ein Herr Laschet eher näher auf die Decke geschaut hat, als was er in die Kamera geschaut hat, denke ich mal, eigentlich soll er ganz ehrlich sein. Ich war ja jahrelang ein Schwarzer, wisst ihr ja, und habe es auch diesmal nicht gewählt. Und wir haben einfach die Wahl verloren. So schaut es aus. Und kann man nicht vorstellen, dass es noch zur Jamaika kommt. Ich glaube, das wird eine Ampel mit dem Kanzler von Scholz. Ja. Und der Laschet hat ausgedient. Wie schaut es aus? Mich hat es geärgert ohne Ende. Aber jetzt habe ich mich damit abgefunden und sage mir einfach mal, lasst es doch machen. Lasst die Ampel machen. Sollen das vier machen jetzt, und dann sehen wir schon, was ist. Gell. Ich hoffe bloß nicht, dass dann wieder heißt, ja, mei, das haben wir jetzt nicht alles schon geschafft, was die anderen da 20 Jahre verbockt haben. Gell. Das ist halt, mit diesen Ausreden, glaube ich, kommt ihr dann nicht mehr durch. Ja. In 4 Jahren. Also ihr müsst echt was bringen. Ja. Und was die Grünen alles vorgenommen haben, dass die eher bei den Roten stehen, das kann man mir schon vorstellen. Aber liebe CDU, CSU, geht's in die Opposition. Ja, nickt's einmal ein. Schaut's, was die bringen. Und lass diese Ausreden nicht durchgehen, weil sie haben ja versprochen, dass sie alles ändern. Ja, und naja, lasst es machen. Im Video schauen wir weiter. Ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ich glaube nicht mehr an Jamaika. Es wird eine Ampel. Gell? Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, und jetzt nochmal zum Pfeifentreffen am Samstag. Freue mich schon riesig, kriege immer wieder Nachrichten, gell, per E-Mail. Jeder freut sich schon richtig und so. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ihr wisst ja alles, es gibt da die 3G-Regel bei uns, und dass es nicht mehr so beim Bosch ist, wie es früher war, dass man da alle hinten reingehen können und unseren Kaffee schlürfen. Das geht halt leider nicht mehr in dieser Zeit, wo Corona herrscht. Aber wir haben ein Intro, das Eiskaffee, und das Wetter soll ja auch einigermaßen super werden. Und da denke ich mal, da können wir auch wirklich sitzen, ja,
so eineinhalb Stunden. Und dann treffen wir uns sowieso alle um 12 Uhr miteinander. Meistens gehen wir ja miteinander auf ins Kolmingsheim. Und dann haben wir richtig essen, ja, lassen wir es uns gut gehen. Und dann haben wir uns also richtig schöne paar Stunden hier. Auf das freue ich mich so richtig. Und ja, das war es jetzt wieder für heute. Gell. Ich freue mich auf Samstag und Politik lassen wir jetzt mal Politik sein. Sollen es die Roten machen und die Grünen mit der FDP und dann schauen wir mal, was rauskommt. Gehen wir ja nicht die Scheiße. Ich habe wieder abgefunden, dass die Schwarzen verloren haben. Und ich freue mich auf das Pfeifentreffen. Und das ist für mich persönlich das Allerwichtigste, weil das sind wir Leute, die was uns, die was sich für den Genuss interessieren, gell? Die was einfach ein Gaudi haben. Und wir reden mit hundertprozentiger Sicherheit nicht über Politik. Also ich auf jeden Fall nicht, gell? Und ich hoffe, ihr auch nicht, gell? Das war's jetzt wieder. Und dann sehen wir uns. Alle, die was am Samstag mit dabei sind. Und alle anderen bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.